Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil, Übergang, Sonne vom rasanten Schützen in den konzentrierten Steinbock. Steinbock ist für mich die kompakteste Erde, das ist dann schon Stein, ja? Also als Materie, Erde als Materie betrachtet. Stier ist die fruchtbarste Erde und Jungfrau, naja, ist irgendwie so ein Mittelübergangswert. Auf jeden Fall haben wir hier die zwei Gegenpole, die super fruchtbare Erde und der steinige Boden, der Fels, ja, der bestenfalls Föhren. Also ich glaube in Deutschland heißt das Kiefer, wobei wir zwischen Ober- und Unterkiefern unterscheiden müssen. Wir haben auf jeden Fall mit Sonne, Herrscher des dritten Hauses im sechsten Haus, könnte auch dafür stehen, weil das sechste Haus mit Jungfrauqualitäten steht immer für Kleinmütigkeit, für Detailverliebtheit, für Präzisionsarbeit, ja, dass hier eben jetzt Details herauskommen aus dem sechsten, aus dem Bereich des sechsten Hauses. Ihr wisst ja, das ist das einzige Thema, was derzeit, glaube ich, seit fast 2 Jahren existiert. Es gibt kein anderes Thema mehr. Alles, na, Moment, ja, okay, gut. CO2 ist natürlich nach wie vor die größte Bedrohung, also noch größer. Es gibt ja immer wenn du glaubst, es geht nicht schlimmer, geht immer. Ja, also das heißt, wir haben hier das CO2, was als Damokles, als luftiges Damoklesschwert, das haben wir, können wir vielleicht hier, was als luftiges Damoklesschwert über unseren Köpfen flattert. Aber wie gesagt, hier könnten doch Details über dieses Thema herauskommen und es sieht so aus, als würden wir auch aus der Ferne, Justiz würde hier keinen Sinn geben, Freiheit auch nicht, als würden wir aus der Ferne Unterstützung bekommen über dieses Thema, weil der Herrscher von 6 ist im 9. Haus und hier haben wir ein Sextil. Gut, es ist ein abschwächendes Sextil, aber es kommt hier eine Unterstützung auf die Sonne runter und Steinbock ist hartnäckig, der lässt nicht mehr locker. Ebenfalls im Steinbock befinden sich ja noch der Merkur, Venus und Pluto. Der Merkur steht als Herrscher des 4. Hauses und leider als Herrscher des 12. Hauses. Aber wie gesagt, ich darf es nur positiv sehen. Das heißt, die Bevölkerung wird immer spiritueller. Spirituoser vielleicht auch, aber spiritueller auf jeden Fall. Und hier ist die Bevölkerung jetzt schon nahe dem Deszendenten, also auch hier wagen sich immer mehr Menschen an die Oberfläche, an die Öffentlichkeit. Ja. Es kommt jetzt auch hier aus Seiten der Bevölkerung, kommen immer mehr, ja, Informationen, weil Jungfrau ist ja ein Denkprozess, kommen immer mehr Informationen an die Öffentlichkeit, aber die Menschen sind 12. Haus auch noch immer sehr vorsichtig, sehr ängstlich und natürlich auch eingeschüchtert. Gar keine Frage. Was sehr auffällig ist, insbesondere für die Steinbockzeit. Steinbockzeit ist jetzt nicht so die gefühlsintensive Zeit, aber hier haben wir den Mond im Krebs. Es könnte doch eine sehr gefühlsintensive Zeit werden, auch wenn der Mond auf Steinbockgraden im ersten Haus steht. Also er steht feurig und er steht auch freiheitsliebend. Aber trotzdem steht er, genauso wie der Aszendent auch, im Krebs. Was bedeutet, es dreht sich jetzt sehr, sehr stark um die Bevölkerung, die wie gesagt hier jetzt auch irgendwie so auftauchen möchte. Und es ist sehr gefühlsintensiv, also es ist alles jetzt sehr schwer emotional aufgeladen. Naja, wir wurden ja nicht nur die letzten 2 Jahre belogen, wir wurden ja nicht nur seit 2015 belogen, wir wurden ja nicht nur seit 1971 belogen, seit 1913 belogen, wir wurden ja, ich meine, seit Anbeginn der Zeitrechnung, also mit Christi Geburt, alleine diese Geschichte mit Jesus Christus, ja, das ist ja da Obergag, das ist ja der Oberschmäh, den man sich nur vorstellen kann. Da ist ja alles komponiert, da ist ja alles, das ist ja von A bis Z erlogen und erstunken, oder wie das heißt. Ja? Auf jeden Fall sehr spannende Entwicklungen und natürlich ist das super, super mäßig, gefühls-emotionalsmäßig aufgeladen. Sehr auffällig. Der Mars ziemlich genau an der Spitze, das sind keine 20 Minuten, die er von der Spitze des 6. Hauses entfernt ist. Das heißt, dieses Thema, 6. Haus, es ist das einzige Thema, was jetzt existiert, unser Frostschutzthema, das ist jetzt wird sehr aggressiv. Die pushen das jetzt noch, die wollen sozusagen richtig Gas geben. Und wir sehen hier auch den Herrscher von 11 an der Spitze des 6. Hauses. Also das heißt, die Schergen dürften sozusagen ziemlich aktiv werden, ziemlich aggressiv werden. Wird ihnen aber nicht helfen, weil wir haben gewonnen. Ja? Nur es spricht sich bei ihnen allmählich auch schon herum. Schauen wir mal die Grade. 5 Grad 47, ich schaue nur wegen einem Spiegelpunkt zur Venus. Naja, das ist ein bisschen.
ein bisschen dürftig, also da hätten wir schon über den, ich lasse den einen Orbis von einem Grad gelten, das ist schon ein bisschen zu viel. Ich habe geschaut zu Venus und Pluto, ob hier ein Spiegelpunkt ist, aber gut, aber aus. Und na, knapp vorbei ist auch daneben. Auf jeden Fall, hier wird noch richtig Gas gegeben. Die versuchen noch so schön richtig so viele zu erwischen, aber wie man weiß, geht das Ganze natürlich nicht gut, weil der Mars ist auch der eingeschlossene Herrscher des fünften Hauses, also das heißt fünftes Haus Kreativität, Aktivität, das funktioniert auch nicht so richtig. Ja? Also eine schwierige Stellung auch für unsere Schergen. Was aber gleichzeitig auch in dieser Aussage 11. Herrscher von 11 in 6 stehen könnte, kann auch bedeuten, 11. Haus steht auch für Demonstrationen, für große Menschengruppen, dass die wegen dieses Themas sehr wütend und sehr aggressiv sind, ja? Kann natürlich auch da hineininterpretiert werden. Für mich der spannendste Aspekt, eindeutig Saturn-Uranus, weil der Saturn der Herrscherplanet des Steinbocks ist. Das heißt, auf den müssen wir jetzt besonderes Augenmerk legen, beziehungsweise auf die Spitze auch des, die Spitze des Hauses, welche im Steinbock steht. Jetzt haben wir es doch noch herausgebracht. Spitze 7. Haus steht im Steinbock. Das heißt, wir haben hier, wenn ich es jetzt mundan interpretiere, auf dem Bereich der Handelspartner, der internationalen Verträge, haben wir jetzt natürlich Härten. Weil alles, was Spitze Steinbock hat, ist nicht so einfach besetzt, ist nicht so leicht besetzt. Aber wir haben da noch Herrscher von 7 in 8, was die Situation natürlich jetzt eindeutig macht. Also das heißt, es brechen Handelspartner weg oder sie verändern sich, man bekommt andere Partner und Verträge gehen hier jetzt zu Ende. Das haben wir so oft schon gehabt. Dieses Thema hatten wir schon so oft. Und welche Verträge sind das? Es sind Verträge mit dem fernen Ausland oder was geht hier zu Ende? Wir sehen auf jeden Fall Spitze 8. Haus im Wassermann, Spitze 9. Haus im Wassermann werden von Uranus regiert. Der steht eingeschlossen rückläufig im 11. Haus. Eingeschlossen rückläufig ist eine doppelte Schwächung im Stier, eine dreifache Schwächung, weil der Uranus fühlt sich da überhaupt nicht wohl. Und wir haben hier etwas, was zu Ende geht, 8. Haus, mit dem fernen Ausland. Und dieses ferne Ausland, das sind verbündete Staaten, ja, 11. Haus steht ja für alliierte Staaten, verbündete Staaten, also Staaten, zu denen die Heimat ein gutes Einvernehmen hat. Und hier haben wir große Verträge mit diesen Staaten aus der Ferne im Zusammenhang mit Verträgen. Ja. Es dürften, wie wir das ja festgestellt haben, es sind im Jahr 2021, glaube ich, war das schon im August, sind wichtige Verträge, die damals im August, glaube ich, 1921 geschlossen wurden, die sind beendet und sie tun so, als wäre es noch immer geltendes Recht, dem ist nicht so. Diese Verträge sind nach 100 Jahren abgelaufen und wir sehen die Stadtsipaten, die in der Pendeluhr schlafen. Sie schlafen ihren Traum der Ungerechten, sie träumen den Traum des Idealismus. Oh ja, der reale Sozialismus ist das Ideal für alle Kolchosnikis und Kolchosnikinnen und dieses Ziel muss unter allen Umständen erreicht werden, egal welchen Preis die Bevölkerung dafür zu bezahlen hat. Ja, ja, das verstehen wir schon, dass sie das wollen, das ist schon klar, aber wir wollen das nicht. Ja? Und hier sind sie in einer Idealismus, in einer Traumblase gefangen. Ja? Wie gesagt, Neptun 10. Haus ist eine schwierige Besetzung, weil man eben sich sehr stark an die heiligen Schriften von Karl Marx oder von Lenin hält, ja, also diese obersten Schriften, die im Hintergrund natürlich volle Gültigkeit haben, da braucht man nicht viel drüber reden. Aber das 10. Haus ist auch deswegen wichtig, weil es ja jetzt Steinbock, Saturn, um alle diese Themen geht. Wir haben ja 4 Möglichkeiten. Sonne im Steinbock, Spitze 7. Haus im Steinbock, Saturn im 8. Haus und 10. Haus in den Fischen. Mit Herrscher von 10 in 10 Neptun, also eine große Schwächung. Eine sehr, 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 sehr schwierige Stellung, die mir natürlich überhaupt nicht gefällt, weil die gefährlichsten sind immer die Idealisten, weil sie nicht die Realität erkennen wollen. Sie wollen die Realität nicht erkennen. Und wir haben das ja im realen Sozialismus zu Beginn gesehen, in den 20er, 30er, 40er Jahren, welchen Preis das gekostet hat. Ja? Also das war ein unvorstellbarer Zoll an Blut, der hier zugemutet wurde. Naja.
Als letztes bleibt uns noch, also das letzte in diesem Horoskop ist die Konjunktion zwischen Venus und Pluto, wobei natürlich hier markant ist, dass die Venus wegen ihrer Rückläufigkeit stark geschwächt ist und zurückgeht zu Pluto. Also das heißt, es würde so aussehen, als würden die Venus-Themen noch einmal zurückgehen müssen in einen Transformationsveränderungsprozess. Ja? Und der ist offensichtlich, der ist sehr offensichtlich. Denn die Venus rückläufig ist die eingeschlossene Herrscherin des Stieres im 11. Haus, also eingeschlossene Herrscherin des 11. Hauses, und sie ist die Herrscherin des 5. Hauses. Die Botschaft beim 5. Haus ist offensichtlich, der Wachstumsprozess ist beendet, der Wachstumsprozess unterliegt jetzt einer schweren Transformation und wir können in diesem Zusammenhang nur noch vom Negativwachstum sprechen, was ja letztendlich auch eine Form des Wachstums ist, heute nur in die andere Richtung. Und hier sehen wir still und heimlich, ja, hinter den Kulissen läuft eine Transformation auf den Bereich der Verwaltung, weil alle wissen, das kann so nicht mehr weitergehen, aus einem ganz einfachen Grund, ich darf es ja hoffentlich offen aussprechen, die Verwaltung ist zu groß geworden, das ist ein Moloch geworden, der wird jetzt dem 10. Haus auch schon gefährlich. Ja? Also hier hat man denen über Jahrzehnte lang die Zügel schießen lassen, ich verstehe es wurden damals 60er, 70er Jahre, wurden Millionen und Abermillionen Arbeitsplätze in der Industrie in den fernen Osten verlegt und Millionen Arbeitslose mussten sozusagen einen Arbeitsplatz finden und der Staat ist sozusagen als Arbeitgeber eingesprungen. Die Folgen wurden aber nicht bedacht, denn wenn ich jetzt hier Millionen Kräfte mehr in den Bereich der Verwaltung verschiebe, dann bekomme ich natürlich im Bereich des 4. Hauses Bevölkerung immer größere Probleme. Weil was macht die Verwaltung? Was ist die Ultima Ratio der Verwaltung? Na, sie vollstreckt, sie exekutiert die Vorschriften. Und wir haben ja schon über 1 Million Paragraphen und das ist zu viel. Ja? Also wir haben hier jetzt starke Transformationsprozesse, die lange überfällig waren. Und es läuft alles und wie gesagt, immer bedenken, wir haben gesiegt, es ist beendet, es ist vorbei, wir haben es überstanden. Ja? Es sind großartige Prozesse im Hintergrund geschehen und hier sehen wir allmählich, ja, hier haben wir noch immer 1, 2, 3 Planeten unterhalb der Aszendentenachse, Merkur können wir schon nach oben rechnen, das heißt, es kommt jetzt vieles an die Oberfläche und wie gesagt, wie ich das in dem Beispiel mit den angeschlagenen Boxer immer wieder gesagt habe, den K.O.-Schlag hat er schon kassiert, er steht aber er wankt, ja, er wankt und wie ihr wisst, was fällt, das soll man stoßen. Weiter zum 4. Teil. Ende.